Hallo, liebe Eltern und hallo an alle da draußen. Wie beim letzten Mal versprochen, geht es dieses Mal um das Thema, warum Jugendfüße nicht in Erwachsenenschuhe passen. Wenn es euch interessiert, bleibt einfach dran. Ich hoffe das jetzt einfach mal und wir sehen uns gleich wieder. Also bis gleich. Liebes Hallo an alle da draußen. So, dieses Mal, ich hatte es versprochen, gibt es auch ein ganz tolles Thema von mir, was mir auch sehr am Herzen liegt, als langjährige Schuhhändlerin für Kinderschuhe. Und ich gehöre ja zu den wenigen, die auch Kinderschuhe und Jugendschuhe bis größere Größen anbieten. Das heißt, bei mir hört es nicht bei der klassischen Größe 35 oder 38 auf, sondern ich versuche, meine Kunden auch bis Größe 43 für die Jungs zum Beispiel noch zufriedenzustellen. Warum? Warum macht das Ganze Sinn? Nun muss man natürlich sagen, der Kinderfuß wächst bis 14 oder 16 Jahren und ist danach größtenteils ausgebildet. Allerdings verändert sich auch danach nochmal der Fuß, immer durch die Gegebenheiten, die das Leben dann halt so mitbringt. Also bei uns Frauen ist es dann eben halt auch mal eine Schwangerschaft, Gewichtszunahme, Gewichtsabnahme spielt bei beiden Geschlechtern immer eine Rolle, sodass sich also da auch immer wieder der Fuß verändert. Wegen dem Thema, warum Jugendfüße nicht in Erwachsenenschuhe passen, gehe ich deshalb mit ein, weil ich beziehe mich ja dann immer auf die mittleren bzw. schlankeren Füßen, die ja so schon im normalen Leben teilweise etwas Schwierigkeiten haben, passende Schuhe zu finden. Und nicht so wie der breitere Fuß, der ja von vornherein immer etwas mehr Volumen braucht und der also praktisch ab der Größe 36 oder bei den Männern ab der Größe 39 da schon fündig werden würde, sondern mir geht es insbesondere um die schlankeren Füße bei den Jugendlichen. Die würden also nie in einen Erwachsenenschuh passen und das zeige ich euch mal jetzt anhand dieses Beispiels. Ich habe mir also Schuhe ausgeborgt. Wie ihr seht, sind zwei klassische Schnürmodelle. Der eine aus dem Herrenbereich, hier ist ein klassischer Anbieter, Lloyd dürfte jedem was sagen. Hier haben wir einen Schnürschuh von Frodo, auch wieder einen Lieferanten, den wir bis Größe 42 zum Beispiel führen. So, was man auch wieder hier natürlich erkennt, es sind beides zwei ganz tolle, ganz klassische Schnürmodelle, beide komplett in Leder abgefüttert und trotzdem sieht die Fachfrau den Unterschied dazwischen. Ich würde jetzt als erstes mal mit dem Herrenschuh anfangen, der hier ganz normal in einer Größe 41 gefertigt wurde. Auch hier mit dem klassischen Leisten F, mit dem das ja hier auch bei den die hochwertigen Herren- und Damenschuhe haben immer neben der Größe ein Buchstaben abgebildet aus dem Alphabet. Klassisch anfangen tut der normale mittlere Leisten bei den Erwachsenen immer mit dem F. Je weiter der Buchstabe im Alphabet voranwandert, desto bequemer, desto voluminöser, desto ausfüllender und breiter wird so ein Schuh. Im jugendlichen Bereich oder im Kinderschuhbereich kennt man es schon, auch da sind die hochwertigen Schuhe immer mit einer Weitenangabe versehen. Das heißt, man kennt es dann schmal, S für schmal, mittel, weit. Diese Begriffe stehen also dann immer in den Schuhen oder auf den Decksohlen aufgedruckt und sagen also aus, in welcher Weite so ein Schuh produziert worden ist. Der Frodo arbeitet für uns als Fachhändler immer in der mittleren bis weiteren Ausführung. Allerdings hat natürlich der Schnürschuh immer den Vorteil, dass der mehr auf die Weite des Fußes oder auf die Schmalheit des Fußes aufgebracht werden kann. So, und jetzt zeige ich euch mal die Unterschiede, die mir hier bei diesen beiden Schuhen jetzt hauptsächlich auffallen. Bei dem klassischen Schnürer sieht man eben halt nicht nur die reinweg Gehfalten, sondern ein Verziehen des Leders hier in dem Längsbereich. Was natürlich die Fachfrau, sage ich jetzt mal, immer als etwas zu viel Weite im Schuh deklarieren würde oder feststellen würde. Hier haben wir eine richtig fast glatte Innenseite, nur die typischen Gehfalten, da wo sich der Fuß beugt. Ein Schuh ohne Gehfalten gibt es ja nicht, sonst wird mir laufen wie die Holzpuppen. Na? So, und hier haben wir einen schönen, ganz schön anliegenden Sitz. Das heißt, man sieht auch hier so kaum, also so wenig als möglich Falten sieht man hier. Na? So, zum anderen sieht man das auch hier. Hier ist das Schnürblatt sozusagen an der Spitze angesetzt, was natürlich eine sehr schlanke Form von der Optik her vermittelt. Allerdings sieht man jetzt auch schon wieder hier, ich komme hier nicht weiter, ich kann den also nicht enger ziehen, weil es also hier
durch diese festgenähten Seitenteile nicht enger zu machen geht. Damit wölbt sich natürlich dann auch hier das Vorderblatt, weil es praktisch hier immer noch ein bisschen zu viel Luft hat. Na? So, zum Zweiten, das Vorderblatt ist so eng geschnitten oder so eng geschnürt, es geht praktisch nicht enger und daraus resultieren natürlich dann auch hier die Falten an der Seite, weil hier also das Schnürblatt nicht noch mehr enger geschnürt werden kann, als wie es der Fuß eigentlich bräuchte. Hier ist es also ganz anders. Schnürblatt etwas weiter auseinander angesetzt. Ich kann es enger machen. Ich kann es natürlich auch weitermachen, wenn ich jetzt einen wirklich kräftigeren Fuß hätte mit ein bisschen mehr Spann. Ich könnte den Schuh also auch richtig schön weit auseinanderbringen. Hätte hier also viel mehr Gestaltungsmöglichkeiten für den schmalen wie auch für den breiteren Fuß bei so einer Schnittführung. Schnittführungen sind also insbesondere bei Schuhen, egal in welchem Gebiet oder welcher Sparte, sind die also ganz entscheidend mit für die Passform. Und gerade hier für den schlankeren Fuß, wie gesagt, bietet sich dieser Derby-Schnitt ganz toll an. So wie also der schlankere Fuß bei den Herren und Damen einen weniger guten Sitz hätte, kann natürlich der schlanke Damen-Herrenfuß eher bei den Jugendlichen auf eine gute Passform zählen als im Erwachsenenbereich. Es gibt viele Erwachsene, die wirklich mit einem schlanken, schmalen Fuß gesegnet sind und damit aber doch eine ganze Menge Probleme haben. Ganz einfach, weil sie eben halt im Herren- und Damenbereich nicht die passenden Schuhe finden, weil die meistens einfach zu weit geschnitten sind. Da würde man jetzt, sofern man jetzt die Erwägung ziehen würde, auch im Kinderschuhbereich oder im Jugendschuhbereich fündig werden. Klar sieht es dann ein bisschen anders aus. Manchmal auch eine andere Farbe, bisschen auffälliger vom Design her, ist natürlich klar. Aber ich muss natürlich sagen, gerade bei so einem Schuh wie hier diesen sportlichen Sneaker würde das überhaupt keinen Unterschied machen zum Herren-Darm-Bereich, weil den Boa-Verschluss gibt es auch dort. So ein klassisches Textildesign gibt es auch da. Sneaker-Optiken gibt es auch da. Also Herz, was willst du mehr? Da muss man jetzt nicht unbedingt sagen, oh, das ist ein Kinder- oder Jugendschuh. Das gleiche gilt jetzt hier für diesen Klassiker, den wir jetzt hier haben. Ein absolut schöner Desert Boot. Schlichtes Design herauskristallisiert hat oder bezeichnend ist, dass es ein bisschen mehr mit Farbe zu tun hat, ist der bunte Schnürsenkel. Wenn ich den allerdings dann durch einen einfarbigen ersetze, habe ich schon wieder eine ganz normale, erwachsene, etwas ruhigere Optik. Kann ich praktisch auch als Mann oder Frau tragen. Tja, warum sagen wir das? Ganz einfach, uns ist es oder mir ist es insbesondere wichtig, dass Kinder nicht mit irgendwelchen Schuhen, auch in den größeren Größen, auf den Straßen herumgurken. So nach dem Motto, ist ja egal, was die anhaben. Das ist jetzt einfach, das ist schon eine große Größe, da passt das schon. Es passt eben halt in vielen Sachen überhaupt nicht. Und da muss ich immer sagen, wohl dem, wo die Eltern wirklich noch ein bisschen Augenmerk drauf haben, dass Kinder gut sitzende, Jugendliche gut sitzende Schuhe tragen und dass dann nicht irgendwo schon gleich mit 12, 13, 14 in die Turnschuhgeneration abgedriftet werden soll, kann, darf, sollen sie alle machen. Aber ich sage mal, einen gut sitzenden Schuh sollten sie wohl alle mal haben. Ne? Insbesondere gerade dann, wenn es doch um Passform geht, wie Beispiel bei den Sandalen, bei den Winterschuhen. Da ist es insbesondere besonders wichtig, dass da der Fuß auch ein bisschen mehr Halt und einen guten Sitz hat. Nun sieht man das natürlich auch hier. Das streife ich jetzt bloß mal so noch mit am Ende. Ach, guck mal da, das ist derselbe Schuh. Den habe ich aber einmal wenigstens mit einem universellen Imprägnierpflegeschaum behandelt. Und der ist so, wie der Träger es mir gerade übergeben hatte. Also man sieht schon den Unterschied. Und alles, wer immer sagt, Kinderschuhe pflegen lohnt sich nicht. Ich glaube, den habe ich wohl mit dieser einen Demonstration auch wirklich mal gezeigt. Das ist eine Handlung und schon sieht der Schuh wieder ganz anders aus. In diesem Sinne, liebe Eltern, bis zum nächsten Mal. Hat mich gefreut, dass ihr da gewesen seid, dass ihr mich besucht habt. Und ich denke mal, wir haben wieder mal beim nächsten Mal ein ganz, ganz tolles Thema für euch. Bis dahin. Tschüss.